Am Mittwoch, den 23. Oktober, besuchte Christina Lieberknecht das Fürstentum Liechtenstein. Unter anderem wurde die Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen von seiner Durchlauter Prinz Alois von und zu Liechtenstein empfangen, hat zusammen mit Regierungsrätin Aurelia Frick das Kunstmuseum besucht und sich zu einem Arbeitsgespräch mit Regierungschef Adrian Hasler getroffen. Liechtenstein und Thüringen haben viele Gemeinsamkeiten und vor allen Dingen schon eine über zwei Jahrzehnte währende Tradition durch den Kulturkreis Weimar-Liechtenstein mit viel musikalischer Beziehung, aber auch der bildenden Kunst. Das bringt die Menschen zueinander. Liechtenstein ist dadurch eine feste Größe im Kulturleben Thüringens. Aber es gibt auch die wirtschaftlichen Beziehungen. Und hier ist insbesondere die Firmengruppe Ospel zu nennen. Sie hat millionenschwere Investitionen in Thüringen getätigt. Sie hat über 400 Arbeitsplätze geschaffen. Und zwar in einer Branche, die für Thüringen typisch ist, die Ernährungsmittelindustrie. Es ist der zweitgrößte Industriezweig Thüringens überhaupt. Da geht es um die Kompetenz unserer Fleisch- und Wurstwaren, die Ospel wunderbar zu Pizzen verarbeitet. Aber es geht auch neuerdings um Tierfutter. Auch da sind die Thüringer als sehr tierliebe Bevölkerungsgruppen bekannt. Und es passt einfach wunderbar. Es wird den Menschen Perspektive geboten. Und ansonsten habe ich Liechtenstein kennengelernt als ein hochinnovatives Land mit vielen, vielen kleinen Unternehmen. Die passen auch zu Thüringen. Es sind viele Unternehmen, die im handwerklichen, im ingenieurtechnischen Bereich, aber hochleistungsfähig tätig sind. All das passt gut zusammen. Wir freuen uns sehr, dass die Ministerpräsidentin von Thüringen heute bei uns im Liechtenstein auf Besuch sind. Wir pflegen mit dem Bundesland Thüringen seit Jahren ganz, ganz gute Beziehungen. Die gehen über die kulturelle Ebene, auf die politische Ebene. Und es ist sehr schön, dass jetzt die Ministerpräsidentin heute bei uns im Liechtenstein auf Besuch ist. Die Beziehungen zwischen Thüringen und Liechtenstein sind sehr gut. Wir haben eine langjährige Beziehung im kulturellen Bereich und natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich, wo die Firma Ospel ja größere Unternehmen dort aufgebaut hat. Ich habe Sie als Kulturministerin durch einen Rundgang durch die Bad Linder Sammlung begleiten. Es ist auch für mich immer eine Bereicherung, wenn ich die Ausstellung nochmal mit einer Ruhe anschauen darf. Aber es gibt eine gute Gelegenheit, mich mit der Ministerpräsidentin zu unterhalten über aktuelle Themen, über mögliche zukünftige Kulturaustausch und einfach was so für politische Themen, sowohl in Deutschland, wo sie jetzt ja gerade in Koalitionsverhandlungen drin stecken, ganz tief, aber was bei uns politisch ansteht. Ich war einmal dort gesehen, vor einigen Jahren. Aber sie sind hier rum und wir gerne wieder einmal gehen. Ich war privat bereits in Thüringen. Leider habe ich letztes Mal, wo die Arte Povera in Thüringen gezeigt worden ist, also wo das Kunstmuseum die Ausstellung in Thüringen mit der Arte Povera gezeigt hat, nicht können selber anwesend sein, weil es terminlich nicht innegelegen ist. Aber ich hoffe sehr, dass wir das nachholen und dass wir wieder eine Gelegenheit haben werden, entweder im kulturellen Bereich, vielleicht im außenpolitischen oder sogar im Bildungsbereich, wo wir einen Anknüpfungspunkt haben, um uns gegenseitig wieder zu besuchen. Die Gespräche waren sehr gut. Ich bin froh, dass die Ministerin Lieberknecht hergekommen ist, der Einladung gefolgt ist. Wir haben uns austauscht über den Wirtschaftsstandort in Thüringen, Wirtschaftsstandort Liechtenstein. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um das Bild von Liechtenstein einmal ein bisschen richtig zu stellen. Es ist ja immer so, dass man Liechtenstein einfach nur als Finanzplatz kennt. Und mir ist es ein Anliegen gewesen, auch aufzuzeigen, wie breit diversifiziert unser Standort da ist im Industriebereich. Thüringen ist in verschiedener Hinsicht ein wichtiger Partner für das Liechtenstein. Wir haben ja also nicht nur Kultur, die in Thüringen vom Liechtenstein immer wieder herreist und wo wir über den Kulturkreis Weimar einen tiefen Austausch haben. Wir haben auch Industrie, die sehr stark in Weimar vertreten ist. So beispielsweise Herbert Ospelt, wo mehr als 1 Million Pizza pro Tag in Thüringen produziert, was für mich immer wieder eine eindrückliche Anzahl Pizzas wirklich ist. Und darum ist es wichtig, dass wir auf dieser verschiedenen Ebene wirklich einen guten Austausch und einen guten Kontakt pflegen. Ich denke, es ist herausgekommen, dass Liechtenstein sehr wichtig ist, gerade mit den Unternehmen, die vor Ort tätig sind. Das ist für Thüringen wirklich sehr, sehr wichtig. Sie hat die Ministerpräsidentin aufgezeigt, dass da dass sie geschätzt worden ist, dass Liechtenstein entsprechend investiert hat, liechtensteinische Unternehmen entsprechend vor Ort investiert haben und Arbeitsplätze geschaffen haben. Und von dem her ist es doch ein wichtiges Land eigentlich. Natürlich war ein ganz besonderer Höhepunkt gleich der Auftakt, der Besuch im Schloss. Das Fürstentum Liechtenstein, das hat schon seinen Reiz und es war ein doch sehr sympathischer Empfang, den ich hatte.
Ich habe eine sehr eindrucksvolle Ausstellung im Kunstmuseum Vaduz kennenlernen können. Das passt sehr gut zum Van de Velde-Jahr, was wir im Moment in Thüringen haben. Da gibt es in Jena eine Ausstellung Van de Velde und der Impressionismus. Und jetzt hier die Impressionisten im Kunstmuseum in Vaduz zu erleben, das war also sehr bereichernd. Und dann waren es vor allen Dingen die Regierungs- und Wirtschaftskontakte. Und ich habe mich gefreut, wenn ich so sagen darf, Liechtensteiner Original wiederzutreffen, nämlich Onkel Herbert von der Firmengruppe Ostbild. Und das tun wir hier in Malbun.